Schissel, mein Nissel. Moin, moin. Fabrikbesitzer. Ich weiß. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Oh, Chaotika. Hallo. Ich weiß, dieser Stream, also erstmal moin, Qualle. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Schön, dass du. Wie schön, dass du geboren bist. Hätten dich sonst sehr vermisst. Nein, ich habe Kaffee getrunken. Pass auf, liebe Leute auf YouTube und hier auf Twitch. Ich weiß, wir nennen das Ganze hier den 100% Vanilla Factorio Run. Und bis jetzt war es das auch, bis zum letzten Part. Jetzt werden sich die Regeln ein kleines bisschen ändern und wir werden ein paar Quality of Life Mods installieren eventuell, die nicht wirklich was am Spiel verändern, es nur ein bisschen angenehmer machen. Wir werden das jetzt so machen, dass ich einmal meine Modliste durchgehe, kurz überlege, okay, wo könnte man jetzt hier noch was installieren. Und wie gesagt, es soll nicht irgendwie jetzt groß ins Spiel eingreifen. Ich würde es auch nicht so eine Tools mit reinnehmen, die irgendwie vorrechnen, wie viele Fabriken du brauchst oder so. Sondern es geht wirklich nur um diese ganzen, es gibt dieses schönes Wort Lightweight, also diese Leichtgewichte, die diese kleine süße Funktion reinbringen, wie zum Beispiel Even Distribution. Dann würde ich mal eben die Liste durchgehen und als nächstes würde ich raushauen Auto Deconstruct. Sorgt dafür, dass Erzförderer, die kein Erz mehr unter sich haben, automatisch das rote Abriss-X bekommen und eingesammelt werden, wenn Roboter da sind. Und wir sehen es halt auch auf einen Blick, was nicht mehr davon arbeitet, quasi. Mhm. Ist sehr angenehm. Du hast halt einen besseren Überblick darüber, wie viel Auslass du noch auf deinen Erzfeldern hast. Diese kleinen, mini-kleinen Lichter da dran sieht man halt so schlecht, ne? Mhm, das stimmt, genau. Also würde ich gerne mit reinnehmen. Genau, das ist dann Auto-Deconstruct. Du kannst sie jetzt schon nebenbei suchen und runterladen. Wenn du connectest zu dem Server, wird er sie aber auch automatisch runterladen. Dann mache ich das so. No. Ist wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ja, das lassen wir erstmal. Das werden wir nicht brauchen. Das werden wir nicht brauchen. Es gibt noch eine Mod, die sorgt dafür, dass man Blaupausen besser spiegeln kann und so. Aber das ist, glaube ich, noch nicht notwendig. Können wir beim nächsten Mal mitnehmen. Bottleneck würde ich tatsächlich mit reintun. Ja, das hast du eben auch schon erwähnt. Bottleneck sorgt dafür, dass man anhand der Maschinen bekommen Lichter, grün, gelb oder rot. Rot bedeutet, sie arbeitet gerade nicht aus irgendwelchen Gründen. Gelb bedeutet, sie könnte arbeiten, aber arbeitet gerade nicht, weil sie auf irgendwas wartet. Zum Beispiel die Kiste, wo sie reinpacken soll, ist voll. Sie hat genug Materialien, aber sie kann nicht ausladen quasi. Und grün heißt, alles läuft rund um die Uhr perfekt. Mhm. Ja, Bottleneck würde ich mit reinmachen. Clockwork. Clockwork nehmen wir mal nicht mit rein, weil die spielt ein bisschen mit der Uhrzeit und so rum. Dadurch werden Tage länger und Nächte auch und so. Das ist nicht ganz so cool, aber ich würde gleich noch eine Mod reinmachen, die uns die Uhrzeit im Game anzeigt. Also die Uhrzeit im Spiel quasi. Das finde ich gut. Das nächste ist Disco Science. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Disco Science? Ja. Also Science oder Science? Also Science, oder Wissenschaft? Wissenschaft. Ah. Ah, ich kenne das, glaube ich. Das sind diese, die einfach bunt leuchten, die Labore, ne? Genau, je nachdem, was für ein Forschungspaket drin ist, leuchten die Dinger. Am Anfang halt nur rot, dann rot-grün und später halt jetzt rot-grün-blau müssten wir haben. Das ist sehr cool. Was sehr cool ist, ist Enhanced Map Colors. Das sorgt dafür, dass auf der Minimap alles ein bisschen leichter zu erkennen ist. Ja. Wenn wir das nächste Mal spielen, würde ich Even Earlier Entity Ghosts mit reinnehmen. Das sorgt dafür, dass du gleich von Anfang an eine Technologie hast, die dir diese, wenn ein Gebäude stirbt, das als Blaupause auf den Boden packt. Das kriegst du nämlich normalerweise erst mit dem Roboport. Das heißt, immer wenn du vorher irgendwo ein Gebäude verlierst, musst du suchen, was kaputt gegangen ist, weil es dir das nicht auf den Boden klatscht. Ja. Das ist ein bisschen nervig, finde ich. Das ist okay, das nehmen wir, da spielen wir nicht mit rum, das nehmen wir alles nicht, das nehmen wir auch nicht, das ist auch zu cheaty. Wie gesagt, ich nehme jetzt wirklich nur das wirklich lightweight, so. Ich glaube, das haben wir auch schon fast alles. Ja, Lamps on Map würde ich noch nehmen, das sorgt dafür, dass man Lampen auf der Minimap sieht, dass die halt ihre Farbe leuchten, das ist ganz hübsch. Und ich guck nochmal, ich meine, das war's. Und vielleicht auch geil mit den Zuglichtern dann, bei den Zug, Genau, deshalb glaube ich, ist es ganz cool tatsächlich. Nö, das brauchen wir nicht. Milestones hört sich ganz cool an, habe ich aber noch nicht probiert. Würde ich vielleicht beim nächsten Mal mit reinnehmen. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht in dem Ding.
Nightfall, nein, 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 nein. Das machen wir alles selber, machen wir alles selber, machen wir alles selber. Ich glaube, das ist es erstmal. Ah ja, Squeak Through, deshalb sind wir ja eigentlich hier. Damit kann man über Rohre laufen und zwischen Solarpanels durch und sowas. Das ist sonst sehr stressig, das nicht zu haben. Und ist es das hier? Time Tools, Clock, Daylight, Game Speed Tweaks and Clock Combinators. Ja, theoretisch können wir das zur Not nehmen. Ich gucke mal aber kurz, ob es einfach nur eine einfache Uhr gibt, weil das Ding hat noch ein paar Zusatzfunktionen. Müssten wir nicht benutzen. Aber es hat halt auch so eine komische Close Playtime und Days. Ja, guck mal, das ist doch gut. Insgesamt die Zeit und die Uhrzeit auf dem Planeten. Das würde ich noch dazu nehmen. Sollte. Okay, da gibt es einmal die und einmal die Version. Ich guck mal eben ganz kurz. Clock. It's a clock. The full time playtime. Total playtime. Nö, ich würde sagen, wir nehmen hier dieses. Das hat sowohl die Playtime als auch die Uhrzeit. Okay. Den muss ich auch immer installieren. Ist noch was zum Runterladen. Nö, nichts, was uns interessiert. Dann starten wir neu. Damit geht's los. Mhm. Ja, die Disco-Labore sind hübsch. Die sind tatsächlich ganz nice. Damit machen wir nichts verkehrt. Die gehen immer. Oh, ich muss hier mal einen Zettel wegmachen. Multiplayer, Host und dann muss ich aber XXX6 nehmen und auf Play drücken. Und wenn du drin bist, werde ich direkt erstmal speichern, damit die Modliste quasi jetzt hier gespeichert wird. Mhm. Calling Recharge for Player. Ja, okay, das müsste jetzt gehen. Ja, einmal muss die Karte jetzt neu aufgedeckt werden, deshalb sieht das hier erstmal ein bisschen komisch aus. Damit ändert er jetzt aber nur die Farben quasi und das hilft tatsächlich schon ordentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es davor ausgesehen hat. Ich habe mich so an diese Farben von dieser Mod gewöhnt. Es ist incredible. Incredible, sage ich dir. Ah ja, und hier oben sehen wir jetzt, da oben könnt ihr sehen, die Zeit und so. Incredible. Da ist er. Da bist du? Du bist da? Nee, ich muss den Server erstmal finden. Ne? Liste. Jetzt habe ich ihn. Ja. Jetzt brauchen wir nur das Passwort. Das und kennst du noch? Synchronize. Ja, ja. Moment, wo ist denn eigentlich mein Chat? Schreibt mal jemand was in den Chat, bitte. Ist meine Kamera über dem Chat momentan? Ich sehe hier meine Chat. Ich werde nicht. Bin ich denn schon wieder für einer hier? Nee, das ist auf der rechten Seite. Danke, McFlintius. Lustig, die habe ich noch gar nicht Hallo gesagt. So. Genau, gucken wir uns die Änderungen gleich einmal an. Ich habe schon wieder vergessen, was wir alles installiert haben. Nur gutes Zeug. Ist der Hund gerade gegen die Tür gelaufen? Ja, mir aus. Nein, ist okay. Genau, hier auf deinem Platz. Ja, da kommt er doch. Ja, du musst die Karte jetzt einmal downloaden. Auch weird. Ich weiß auch nicht, ob du jetzt direkt drin bist oder ob du nochmal neu starten musst. Oder hat er die Mods gerade schon runtergeladen? Gerade eine Fehlermeldung bekommen. Desynchronized from the game. Versuch nochmal. Ich mach mal Reconnect. Ja. Check, dann geh ab. Nee, wenn du rumfiebst, dann geh ab. 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 Ja, dann leg dich so einen Knopf durch. Ja, irgendwie scheinst du die Map runterladen zu müssen. Ich starte sonst gleich den Server nochmal neu. Vielleicht muss ich auch einmal neu starten quasi. Das kann sein, weil die eine Mod quasi die Karte aktualisiert hat. Vielleicht gibt es ja irgendwie gerade so ein Problem. Weil er sagt, du lädst sie gerade runter. Mach ich auch. So. Creating desync report. Please wait. Nee, you desynchronize from the game. Ja, okay, dann machen wir das nochmal. Bei Bugs? Oder bei Mods? Bug. This was caused by a bug, stand da. Ah, okay. Gut, jetzt haben wir unseren schönen Safe-Game verloren. Nee, Quatsch. Ich lade ihn eben nochmal. Es kann halt sein... Ach so, warte mal. Ja, pass auf. Ich lade die Karte... Du kannst jetzt nochmal versuchen, raufzukommen. Es kann sein, dass es jetzt immer noch nicht klappt. Weil ich glaube, ich muss die Karte vielleicht nochmal abspeichern. Warte. Ich starte sie jetzt nochmal. Weil er die... falsche Modliste hat. Es kann sein, dass du die alte Modliste geladen hast. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Und jetzt erst die neuen Mods quasi in der Datei hinterlegt sind, weil ich sie jetzt einmal gespeichert habe. Das würde jedenfalls irgendwo Sinn machen. Wie eine Elfe. Ich so, ne, auf dem Stuhl, wie ich so hin und her roll, ne? Ist so.
können wir eben gucken hier, ob hier alles funktioniert hat. Ich habe vorhin ein Video gesehen. Ja. Von einer Mod. Da hat ein Typ so einen Playthrough gemacht. Ja. In Factorio, im Mod, der irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hat irgendwas mit Zügen verändert, aber halt auf so dumm. Also es gibt dann so Zugrampen. Ja. Es gibt so einen Block, den packst du auf die Schienen, da fahren die Züge gegen und dann fliegen alle sie Items raus. Ach, in die Richtung, wo der hingefahren wäre. Ja. Also die adden halt so komische Physik-Sachen. Es gibt dann auch so einen Throwing-Inserter, der wirft die Items dann über den mehrere 20, 30 Blöcke oder so. Ey, das... Den Throwing-Inserter kann ich... Es gibt halt auch einen, da fährst du mit dem Zug auf eine Rampe und der Zug jumpt durch die Gegend. Also so wie ja, genau. So ein Trampolin quasi. Das war das. Ziemlich, das ziemlich war nice. Das. So, ja, also Server ist wieder an. Jetzt liegt er die Map runter, jetzt wird spannend. Diesmal ist der Ladebalken auch schneller. Ja, sieht gut aus. Ja, guck mal, Rating da muss man immer... The server to save the map, saving local variant of the map. Da muss man einige Sachen hier machen, aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, wenn jetzt andere Fehlermeldungen kommen als eben, ist schon mal gut. Was hast du dir für Bücher gekauft, Rötjan? Boah, ich muss mir eigentlich mal wieder ein Buch kaufen. Ja. Bücher kaufen kann ich auch gut. Bücher lesen ist aber noch krasser. Ja. Oh, wenn wir den Fiepen hören, nee, dann Jack. Nee, dann los raus. Los raus, Jack. Was musst du dir meistens mal einmal, du musst doch einmal vorher laden. Dann muss man das machen. Ja. Wenn du versuchst, auf den Server zu kommen, oder geh mal raus ins Hauptmenü und guck mal, ob du... Du hast jetzt ja die Karte. Starte die, lade die mal im Singleplayer und guck mal, ob er die Mods dann lädt. Na, guck mal, ich geh nochmal raus. Das müsste bei dir dann so aussehen. Ich weiß nicht, ob du meinen Stream nebenbei aufhast. Wenn du auf Singleplayer gehst, Load, dann hast du hier oben den Button. Sync Mods with Save. Und dadurch, dass du die Mod eben runtergeladen hast, müsstest du hier bei Mods alles drin haben, theoretisch. Da habe ich alles drin, ja. Und dann müsstest du einmal, entweder ist der Button ausgegraut oder nicht, aber du kannst mal gucken, ob du sie im Singleplayer laden kannst. Also ich sehe die halt nicht. Oder wie heißt sie denn? XXX7. Nee, habe ich nicht hier. Ja, dann schicke ich dir die alle über Discord. Also ich konnte mir die halt einmal abspeichern vor vorletztes Mal oder so, aber dann musste ich die auch selber benennen. Okay, Und das heißt, den Save hast du jetzt quasi nicht, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. X-Save, da habe ich nicht, ne. Okay, dann gucken wir mal eben ganz kurz. Ich schicke dir die mal über Discord. Ja. Wir kriegen das schon hin. Sonst deaktivieren sie wie halt wieder. Also die Map ist ja noch da, ja. Aber wir können ja eben kurz gucken, ob wir es jetzt einmal hier so buggefixt hinbekommen. Nicht Mods, sondern ich will Saves. Und die Save ist XXX711. Megabyte, das müsste noch über Discord gehen, glaube ich. Okay. Ja. 10,8, ja, ich weiß nicht genau, die Grenze ist glaube ich bei 16 oder so. Das Ding kannst du runterladen und das muss dann in den 20% App-Data-Ordner. Prozent 20? App, nee, ja. Prozent App-Data, Prozent, so. Musst ja, du. Ja, ja. Kennst du, ne? Den, ja. Den Ordner und dann Factorio und Saves. Roaming, bei mir ist es also App-Data, dann Roaming, dann Factorio und dann Saves. Also, genau so sieht das bei mir aus. Ja. Und dann als ZIP-Datei da rein, ja, ne? Ja, genau, also nicht entpacken, sondern einfach als ZIP rein. Nimona, Paluten, Schlemmes, kenne ich alles nicht. Paluten kenne ich irgendwoher. Ja. Hast du nicht einen YouTuber? Ja, ne? Meine ich doch, ja. Genau. Ziemlich erfolgreich, glaube ich sogar. Sonst würde ich ihn ja nicht kennen. Sonst ja. Würde mir der Name ja nichts sagen. So, hier Multiplayer. Genau, versuchen wir, ob du reinkommst in die Map. Da ist sie. Mod. Sieht gut aus. Ich habe aber nicht diesen Button, von dem du gerade gesprochen hast, mit Sync, bla bla. Oder muss ich, kommt der erst, wenn ich auf Load drücke? Nee, du musst auf Singleplayer, auf Load Game, dann klickst du auf die Datei, auf die 6667 ja. Und oben rechts müsstest du dann Sync Mods with Save haben. Wenn er das ausgegraut ist, dann sind die Mods aktuell. Achso, da ist ausgegraut. Dann ja, dann ist gut, dann müssen die... Es hat eine halbe Sekunde geladen, ich stehe auf dem Server, also auf der Karte. Die Karte funktioniert. Okay, ja gut, dann versuchen wir es jetzt nochmal, nachdem du die Karte hast. Post Saved Game, so, ich lade das Ding nochmal. Guck mal, ob ich hier noch irgendwas umstellen kann.
Nö, eigentlich nicht. Okay, gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Matching Server Connection Resumed. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber Resumed ist immer gut. Server Connection Resumed ist, klingt ja, als könnte es funktionieren. Ich weiß halt nicht genau, was da jetzt gerade schiefgelaufen ist. Aber wir schauen mal. Es könnte tatsächlich sein, dass es die Minimap-Farben sind, die rumbuggen. Ich weiß auch halt nicht, warum. Von Paluten, Schlamassel im Weltall und... Nee, du hast desynced. Was machst du denn? Okay, willst du mal versuchen zu hosten? Können wir mal andersrum versuchen. Kann ich machen, ja. Er sagt ja auch wieder, re-downloading the map, trying to... Ja, eben hat es da stehen verschiedene Sachen immer und dann geht ein grüner Balken hoch, aber es geht so schnell, dass ich das gar nicht lesen kann, was du da genau lest. Factorio, wie hieß die? Enhanced Map Colors. Ich guck mal eben ganz kurz, ob hier was drin steht in den Diskussionen. Crash on Load. Ne. Nö, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was schief läuft. Dann versuchen wir nochmal, sonst machen wir halt den anderen Mod, weil der hat auch Spaß gemacht. Also mit nur der einen Mod. Aber du kannst, wie gesagt, gerne mal versuchen, ob du hosten kannst. Ja. Es gibt ja jetzt so einen Desync Report, den habe ich gerade mal geöffnet hier in den Dateien, aber der sagt mir auch nichts leider. Dann mache ich Host Saved Game, ne? Und dann genau. Karte öffnen. Ja, genau. Server Name, Seno und Qualle. Passwort ist das gleiche. Okay, habe ich vergessen, aber du kannst mir bestimmt gleich nochmal schicken. Mache ich. Public, Steam, Laden, irgendwas, muss ich irgendwas whitelisten? Nö, alles anlassen, ist es passt, glaube ich, ja. Stimmt, so kann man das auch machen. Man könnte halt auch quasi über Steam immer einladen. Aber ging ja bisher auch alles. Und ich muss dann Browse Public Games wahrscheinlich machen hier. Genau. Und dann scrollen und suchen. Boah, okay, ich verstehe. Es gibt hier keinen da oben. Da oben ist es Sufu. Man kann suchen und filtern, aber ich habe immer gescrollt. Also, wenn er steht, sag Bescheid, weil noch sehe ich nichts. Ich bin da. Also ich bin drauf. Ah, ich muss so refreshen, okay. Und Passwort gucke ich mal eben nach hier. Ach so. Gut, dass ich das schon in den Chat geschrieben habe. Ich glaube, ich dachte fast, dass es sowas ist. Okay. Er lädt die Karte, ja, das ist schon mal gut. Wobei ich die Karte habe, aber. Ich sehe schon mal, wie das ausgeht. Loading the map. Waiting for the server. Ah, das ist das Geräusch, was kommt, wenn das nicht funktioniert in Factorio. Redownloading map? Ja, ist interessant, ich finde. Ja. Das stand bei mir auch eben mit Redownloading Map und Waiting for Server und so. Das Einzige, was du mal versuchen kannst, pausier mal bitte den Server bei Escape und dann Pause. Aber eigentlich dürfte es das nicht sein, aber. Waiting Desync Report, ja. Okay, this was caused by a bug in the game or a bug in one of the mods. Ja. If you are not using mods, please report this problem in our bug report forum, including details. Okay. Ich guck mal eben rein. Hm? Ja, habe ich auch gesagt. Ich bin einfach. Da ist der Log. So, wir gucken mal einmal kurz hier in den Log. Ich bin jetzt der Programmierer quasi. Ich bin ja schon halb fertig hier. Also ich habe gesehen, der zählt bei da unten irgendwie noch ein paar Mods auf, die er lädt. Und dann steht da nur noch, dass er desynced ist. Also. Mehr konnte ich da auch nicht rausziehen. Ja. Aber schön, vielleicht kannst du da mehr rausziehen als ich. Also ich habe einen Error gefunden, da sind auch noch Game Action Handler, Multiplayer, Server. Okay. Warte, ihr seht es ja noch gar nicht in dem Monitor, sorry. So, jetzt seht ihr es. Ja, wie mir. Ja, wir packen die gleich wieder raus und fangen dann an, alles gut. Ich wollte jetzt nur tatsächlich einmal kurz gucken. Wäre interessant, wenn ich hier was rausfinde. Aber leider steht hier nicht genau. Ja, es steht halt auch nur Desynchronization. Failed for Contig. Ja, er hat mehrere Ticks nicht synchronisiert, aber die Frage wäre, warum? Changing state from connected loading map
to trying to catch up. Ja, das schafft er da nicht. Aber keine Ahnung warum tatsächlich. Ah ja, da, eine von den Mods wird halt rumzicken. Even Distribution of ja. Ich meine, jetzt könnte man gucken. Pass auf, wir machen mal Folge. Ne? Ja, genau. Wir machen mal Quit Game. Mods und dann. Ich habe eine Vermutung. Weil er was mit den Enhanced Map Colors gemacht hat und Lamps und Maps nehme ich auch mal raus. Alter. Speed Tool sollte gehen, UE Hotkey sollte gehen. Wir haben beide die neueste Version, glaube ich. Sonst kommt auch eine andere Fehlermeldung, glaube ich. Sonst würde er den Server gar nicht sehen, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast auch 1.1.100 oben stehen, ne? Ja, bei Base Mod. Ja. Gut, tue ich auch mal raus. Die iClock, Even Distribution, Disco Science sollte gehen. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Ich starte eben einmal neu und dann, wenn das nicht geht, machen wir wieder auf nur Even Distribution zurück, mein Gott. Aber ich denke mal, die sollten jetzt eigentlich gehen. Ich glaube mal, das ist Enhanced Map Colors. Ich glaube auch, das würde funktionieren, wenn man eine neue Map macht. Ich glaube, bei dem Updaten zickt ja. Who knows? Das kann sein, ja. Who knows? Ist ja auch nicht so wichtig, ob die Förderbänder, die roten, jetzt rot auf der Minimap sind oder gelb, wird uns jetzt auch nicht so viel Spielspaß kosten. Vor allem, du bist es ja auch noch nicht gewohnt, du weißt ja auch noch nicht, was du verpasst. Multiplayer, Host und genau, jetzt machen wir so. Ich gucke mal, ob man hier irgendwas umstellen kann, aber eigentlich nein. Gut. Ah, okay. Alter, es gibt ja so viele kranke Server, ey. Teilweise 2.000, 3.000 Stunden. 12.000 Stunden hat eine Server hier. Nice. Okay, versuch's jetzt nochmal. 12.000. Ja. Befürchte, das wird jetzt auch noch nicht klappen. Weil diese Fehlermeldung unten immer noch kommt. Bottleneck updated from nil to, das macht Sinn. No enhanced map colors previously installed. Calling recharge for player. Das macht aber eigentlich keinen Sinn, weil die Mod eigentlich nicht mehr läuft. Oder habe ich die jetzt vergessen auszumachen? Auto-Deconstruct ist drin, Bottleneck ist drin. Even Distribution ist drin. Ja, das mit dem Downloading Map hat er davor noch nie gemacht, ne? Aber da bist du. Okay, du bist drin. Jetzt bin ich da. Okay, ja gut. Dann noch 22 Minuten entspannten hin und her sind wir dann jetzt beide auf dem Server. Dann gucken wir mal ganz kurz, was ist denn jetzt noch drin? Ich speichere noch mal eben ganz kurz jetzt. Ja. Wir haben jetzt noch Auto Deconstruct, Bottleneck, Disco Science, Even Distribution, Squeak Through und UI Hotkeys ist noch drin. Ah, das ist mein Fehler, den habe ich vergessen von auszumachen. Wenn du STRG B drückst, hast du so Sinne. Ja, STRG B hast du so, kannst das UI ausmachen. Ah, das ist wenn ich Screenshots mache und so, ist das ganz cool. Also für den Cinema Mode quasi. Genau, hier unten haben wir Bottleneck. Ich zeige das mal eben einmal kurz im Stream, einfach so für die Leute oder auf YouTube. Bottleneck. Grün heißt, die arbeiten, ja. Die sind hier dabei zu arbeiten. Wenn ich jetzt, was weiß ich, das hier wegnehme und hier die Items rausnehme, dann wird er rot, weil jetzt beschwert er sich, ey, ich kann nicht arbeiten, mir fehlt etwas. Und zum Vergleich hier unten, die könnten arbeiten, die haben alles, was sie brauchen, aber keiner will momentan die Zahnräder haben. Die gehen normalerweise hier rüber und da sind genug Zahnräder drin, deshalb geht es hier halt auch nicht weiter, ne? Also so hängt das zusammen, das sind diese schönen Farben. Wenn man jetzt auf die Minimap guckt und du guckst zum Beispiel mal hier, gehen wir mal in unsere alte Base. Wo ist denn die? Hier oben. Da sieht man das ziemlich eindrucksvoll, wenn man jetzt so hier hinguckt. Ja, sieht man sehr eindeutig, dass da ganz viele halt das rote X haben. Ja. Weil die einfach nicht mehr in Bedarf sind. Das nächste ist, das kann ich jetzt gerade gar nicht zeigen. Achso, doch, hier. Wenn man Rohre hat, kann man rüberlaufen. Oh, sie halten einen nicht mehr auf. Also hin und wieder. Schräg laufen geht, glaube ich, nicht. Man muss gerade laufen, glaube ich. Man kann jetzt nicht einfach auf dem Rohr laufen, ne? Also, ja. Aber man kann halt zwischen jedem Rohr durch, quasi. Ja, ja, genau. Irgendwie. Das ist schon ganz angenehm. Das war es auch. Disco Science haben wir dann noch an. Aber wir forschen ja gerade nicht. Wir können auch gerade nicht forschen. Von daher gibt es da nichts. Auto Deconstruct, Bottleneck, Disco Science, Even Resilience. Ja, das war's. Und die UI Hotkeys, wie gesagt, die ich aus Versehen jetzt angelassen habe. Sind meine Roboter gerade weg? Wo sind meine Roboter hin? Sind meine Roboter zu dir geflogen? Die sind gerade zu mir geflogen, ja. Weird. Okay, warum auch nicht. Gut, dann starten wir doch jetzt endlich hier mal mit dem Spiel. Wo waren wir denn gestern stehen geblieben? Ach genau, wir wollten hier unten noch das Ding fertig bauen.
Und hier oben, glaube ich, die Verbindung zwischenbauen. Genau, wir wollen einmal dahin. Wir wollen aber auch auf jeden Fall die Forschung nicht so lange weglassen. Deswegen müssen wir auch zur Forschung noch einmal hin eigentlich. Ja gut, ist tatsächlich irrelevant, weil wir haben alles Blaues erforscht. Also wir können eh nicht vor... Also ob der jetzt früher oder später da ist, ist egal. Dann müssen wir erstmal weiter Dings machen, ne? Die nächste also Forschungspakete. Nächste, ja. Dinge automatisieren, ja. Also von daher, ich würde sagen, wir nehmen uns für heute vor, wir machen das Zugsystem fertig. Ja. Und das ist Schritt 1 und Schritt 2 ist dann weiter automatisieren. Gucken, was brauchen wir. Ja. Und ich würde erst, wenn wir noch ein paar Dinge automatisiert haben, erst dann an die nächste Forschung gehen. Mhm. Einfach weil, ja, genau. Also sowas wie, was weiß ich, zum Beispiel hier die, wie heißen sie denn jetzt? Substations und die großen Batterien, also die man auf den Boden klatschen kann, weißt du, solche Sachen würde ich halt noch automatisieren. Vielleicht die nächsten Module, Module 1, Module 2, also die drei Module auf Stufe 2, solche Sachen würde ich wahrscheinlich als nächstes dann angehen. Ja, ich mache mich dran, ich baue den Klumpen hier unten auf. Du kannst, wenn du magst, gerne die Schienen machen. Die Schienen, genau, die Schienen schon mal hinlegen. Ja. Und wir haben ja mittlerweile zum Glück wunderbare Helfershelfer hier. Ja. Die uns bei allem helfen. Ja, das ist schon grandios. Das ist auch geil, dass sie die Dinger ins Spiel gebracht haben. Also es gibt ja auch irgendwo in der Parallelwelt, haben die Entwickler niemals diese Roboter gebaut. Und dann, glaube ich, wäre das auch nicht so beliebt, das Spiel. Da lehne ich mich mal ganz... Oh, falsch. Mhm. Ganz weit aus dem Fenster und glaube, nee, hätte nicht geklappt. So, ihr kriegt das und das und das. Genau, nehmt euch, was ihr braucht. Schiebt das da alle hin. Ja, für die Leute, die gestern vielleicht nicht dabei waren, wir sind fleißig. Wir haben einmal komplett unser Zugsystem abgerissen. Jedes Gleis auf der Map, bis auf ganz wenige Ausnahmen, haben wir abgerissen. Und haben jetzt diese wunderschöne Kreuzung gestern designt, innerhalb von anderthalb Stunden oder so. Mhm. Und da können jetzt quasi immer auf der rechten Seite fahren Züge rein. Und wenn jetzt von hier zum Beispiel ein Zug kommt, kann er entweder hier rechts abbiegen oder er kann geradeaus weiterfahren. Das heißt, wenn ein Zug irgendwo dann mal wenden will, ja, muss er quasi dreimal rechts abbiegen. Und deshalb wollen wir die jetzt hier beiden zum Beispiel verbinden. Dann kann ein Zug hier lang, hier hoch, dann rechts abbiegen, fährt hier runter, fährt quasi hier rein, kann dann wieder rechts abbiegen und dann ist er wieder auf dieser Strecke. Oder er fährt hier hoch, fährt dann nach rechts, fährt hier rein und kann dann links abbiegen. Ne? Qualemann macht das hier gerade vor, der fährt jetzt hier mit dem Zug lang und so sieht das dann aus. Zack. Zeigt, dass sie mal in die Kreuzung reingehen. Und sie können halt nicht in jede Richtung abbiegen, sondern immer nur geradeaus oder rechts, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ne? Von jeder auch Richtung links, aus. Links können sie auch immer. Ach ja, stimmt. Ja, ja, okay, ja, stimmt. Genau, hier könnten sie so auch links. Ja, ja. Macht Sinn. Und sie können halt immer nur in die eine Spur, ne? Weil es immer nur, weil die halt einspurig sind, die. Genau, genau. Die. So ist es. So, Einbahnstraße quasi, aber. Warum ist hier jetzt eigentlich. Warum arbeitet ihr nicht? Achso, das sind nur noch die Solarpanel, die hier fehlen. Ich verstehe. Naja, dann hier. Geht los. Jetzt erstmal ein bisschen Materialien holen, um Schienen zu craften und dann. Oh ja. Gut, dass du sagst, ich muss auch noch ein paar Lampen machen hier. So, persönlich ein Roboter. Suboptimal, dass hier keine Schienen sind, weil da muss man schon weiterhin latschen. Aber gut. Irgendwas ist immer. Ja, kommen Sie. Die Mauer noch mal eben aufbauen, ist eine gute Sache hier. Okay, das ist doch wunderbar. Ja. Die ganzen Blueprints. Achso. Hier ist dann ein bisschen. Wie heißt das Zeug im Weg? Klippen. Aber. Die können wir mittlerweile auch schon wegmachen. Eben. Ich habe nur kein Zeug, das überlasse ich dann dir hier. Die Klippen einmal springen. Ach doch, ich habe 17 Stück noch. Krass. Geil. Perfekt. Und dann gehen hier quasi die Schienen lang. Da einmal rüber. Ich setze uns auch nicht weit weg. Ich glaube, ich lasse die bei Stahlmitte. Ne, bei der Mall, glaube ich. Ne, bei den, da, wo wir die Granaten haben. Bei unserer schwarzen Forschung. Da lasse ich die herstellen. Ja, ich hole noch mal ein bisschen Materialien hier. Die Roboter, ihr könnt das ja sehen, arbeiten jetzt eh hier noch rum. Fahren wir einmal los. Holen das eben ab. Hey, los. Da durch. Geht doch.
Ja, dann machen wir das ganz entspannt. Also erster Schritt, genau, Schienen herstellen, wieder hier das Schienennetzwerk schön optimieren und aufbauen. Das ist Schritt 1 und Schritt Nummer 2 ist dann quasi, dass wir sagen, automatisieren. Alle, wir gucken noch alle Gebäude durch, was wir so haben wollen, was irgendwo entstehen muss. Und dann ist das ganz gut. Und dann können wir in die nächste Forschungs... in die nächste Forschung uns stürzen, quasi. Ja, so ungefähr. Was wollte ich denn noch einstellen? Show Personal Player Robots, die wollte ich noch gerne einstellen. So. Außerdem brauchen wir eigentlich einen Counter dafür, wie oft ich mich vom Zug überfahren lasse. Weil ich habe immer die Würmer relativ häufig weggeknabbert. Ja. Und dafür haben mich... viel zu oft die Züge erwischt. Gut, das nehmen wir nochmal mit. Mehr Lampen. Ich fahre jetzt mal zurück. Und mach dann da unten die Klippen weg. Und wie geht's euch so heute, lieber Chat? Was habt ihr heute so getrieben? Ich habe einen coolen Kalender gebaut. Ja. Ein Kalender, der... indem man eine Jahreszahl einträgt und einen Monat und dann spuckt ein dieser Kalender aus, wie viele Tage der Monat hat. Inklusive Schaltjahre. Schaltjahre sind krasser, als ich dachte. Du, kennst du Schaltjahre? Ja. Aber was? So eine Million prozentig kenne ich mich nicht, aber ich weiß ungefähr, warum ein Schaltjahr existiert. Weil das Jahr irgendwie ein Viertel irgendwas, ein Viertel Minute oder so länger ist. Als eigentlich quasi, ne? Ja, ein Vierteltag halt, ne? Muss es ja sein. Alle vier Jahre, sogar, ne? Genau, alle vier Jahre kriegen wir einen Tag. Ja, muss der Februar einen Tag länger. Ja, klar, genau. Klar. Weil alle vier Jahre ein ja, klar. Aha, nee, genau. Ja, und dann denkst du, wenn du jetzt so einen Kalender machst, dann. Wie würdest du denn von der Logik rangehen? Also, du guckst jetzt, okay, wir haben, was weiß ich, das Jahr 2000. Mhm. Und. Es ist Februar. Ja, im Jahr 2000 hat der Februar 28 oder 29 Tage. Ja. Dafür müsste man erstmal wissen, wo man angefangen hat zu zählen. Ne? Ob man dann im Jahre 0 angefangen hat oder. Ja, hat man tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob man angefangen hat, aber die Regel ist quasi, die Zahl, wenn sie durch 4 teilbar ist, ohne Reminder, wie heißt das auf Deutsch, ohne Rest. Ja, also wenn es glatt durch 4 teilbar ist, dann ist es ein Schaltjahr. Also 4, 8, 12, 16, das sind alles Schaltjahre, 17, 19, 25, das alles nicht. So, und ich dachte, das ist die Regel. Und das ist auch die Regel, aber es gibt noch eine Zusatzregel. Das gilt nicht, wenn die Jahreszahl durch 100 glatt teilbar ist. Also 100 ist ja glatt durch 4 teilbar, oder 200 ist glatt durch 4 teilbar, aber es ist auch glatt durch 100 teilbar und dann ist es kein Schaltjahr. The fuck? Nein. Und dann gibt es noch eine Ausnahme von dieser Regel, es sei denn, die Zahl, also die Jahreszahl, ist glatt durch 400 teilbar. Dann ist es doch ein Schaltjahr, obwohl sie glatt durch 100 teilbar ist. I shit you not, ist wirklich so. Das heißt, 4, 8, 12, ja, 16, 20, okay. Das ist alles, ja. Weil das Jahr, das ist halt nicht genau ein Vierteltag länger, sondern das ist, sind natürlich irgendwie, was sind das, warte mal, 6 Stunden immer? Und dann sind es aber nicht 6, sondern sagen wir 6 und, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Ja, okay. Und dann muss das halt alle 100 Jahre wieder noch ein Tag weniger sein oder mehr oder du weißt schon. Und dann pendelt man das wieder mit allen 400 Tagen aus. 400 Jahre. Genau. Das Jahre, ist so, Tage. Ja, das mehr, ist zu wenig, bis zu viel, das ist zu wenig und deswegen muss man dann Das kann sehr gut sein, ja. Auf jeden Fall war das sehr weird. Also ist eine coole Regel. Ich werde mir das auch bis an den Rest meines Lebens, glaube ich, merken können, einfach weil ich das heute so pauken musste. Ist auch, wie gesagt, relativ cool tatsächlich. Aber ja, es ist halt so random auf eine Art, weißt du? So. Ja. Nein, es ist nicht random, aber es ist halt trotzdem so. Es ist durch 4, dann ist es ein Schaltjahr, außer es ist durch 100. Außer es ist durch 400, dann ist es doch wieder ein Schaltjahr. Das ist auf jeden Fall ja, ganz cool. Und dann haben wir halt hier, wenn dann... Funktion quasi gemacht. Ja. Und ich liebe es, ich feiere es halt mit am Code am meisten momentan, wenn man
einen Code hat und der ist auch okay, der funktioniert auch, macht auch Spaß, läuft, ja, alles wie soll. Und man dann an einen Punkt kommt, wo man quasi es schafft, diesen Code zu verkürzen von irgendwie, davor hast du 20 Zeilen gebraucht und es ist so ein Kuddelmuddel und dann verbesserst du den ein bisschen und dann hast du am Ende noch irgendwie, weiß nicht, 15 Zeilen und es ist deutlich einfacher zu lesen und dann kriegst du es noch vielleicht auf 12 Zeilen gedrückt. Mhm. Ja, unser Dozent hat die Meinung, ist ja auch legitim, dass er sagt, kürzer ist nicht automatisch immer besser. Oh, hier fahren schon Züge lang, krass. Kürzer ist nicht automatisch immer besser. Sondern es kommt halt auch auf die Lesbarkeit an. Also 20 Zeilen, die du gut lesen kannst und sofort nachvollziehen kannst, was los ist, ist im Endeffekt besser als 20 Zeilen, als 10 Zeilen, die aber für den Menschen nicht mehr lesbar sind, außer dass, wenn du die Dokumentation liest. Würde ich ihm auch so mehr oder weniger zustimmen. Aber ich sehe das so als Minigame, weißt du, das so möglichst kurz hinzubekommen. Ja, ahne ich aber. Also solange du halt weißt, dass es halt nicht irgendwie unschön ist, es gibt ja auch immer diesen Aspekt quasi, ob Code schön ist oder du weißt schon, halt, ne? Irgendwie ästhetisch oder wie auch immer, effizient, was auch immer man sagen will. Ja gut, ja, das sind verschiedene Konzepte, ne? Also du kannst ja einen schönen, der kann ja schön, aber ineffizient sein. Ich habe zum Beispiel geschafft, vorhin einen zu schreiben, da habe ich nur 3 Line Code gebraucht, die richtig simpel waren für etwas, wo der Dozent tatsächlich auch so 20 gebraucht, also 20 Anweisungen ungefähr mit verschachtelten Wenn-Dann-Funktionen und so. Und ich habe es geschafft, die Wenn-Dann-Funktion quasi komplett zu umgehen, indem ich nur if, also statt if-else konnte ich nur if benutzen quasi, weil ich halt weiß, da ging es halt auch um die Monate. Also musstest halt quasi sagen, wie machst du dem Programm jetzt, wie sagst du ihm, wie programmierst du, ob es ein Schaltjahr ist oder nicht. Und da musst du halt quasi sagen, das war eigentlich die Aufgabe, und das wäre von der Aufgabenstellung her die richtige Lösung gewesen, wenn du jetzt sagst, okay, if, kommen die nicht genau zusammen hier, scheiße. Also if durch 4 teilbar, dann Schaltjahr, außer durch 100 teilbar, dann kein Schaltjahr, außer durch 400 teilbar, dann doch Schaltjahr quasi. So, und das aber halt verschachtelt mit Wenn-Dann-Funktion. Und das geht auch, das kann man machen, das ist aber halt dann relativ viel Code. So, also viel verschachtelt mit viel Klammern und das ist eventuell fürs Auge echt schwer durchzuschauen, was du da eigentlich jetzt genau kreiert hast. Gerade wenn du das selber nicht gemacht hast oder wenn du einen Monat später nochmal wiederkommst oder so, musst du da echt erstmal gucken und logisch verstehen, was wollte ich da jetzt eigentlich genau? Ja. Und ich habe dann halt quasi nur Wenn-Funktion benutzt. Also ganz simpel gesagt, wenn durch 4 teilbar, dann sagen wir, ist die Anzahl der Tage halt 31, dann ist es ein Schaltjahr, wenn durch 4 teilbar. Also ich hatte eine Variable, die habe ich einfach ist Schaltjahr genannt. So. Und wenn es durch 4 teilbar ist, habe ich gesagt, ist Schaltjahr. Immer. Scheißegal. Immer. Ohne andere Konditionen, ohne dass wir irgendwas weiteres überprüfen. So, und dann habe ich halt im nächsten Schritt gesagt, okay, wenn sie aber durch 100 teilbar ist, dann hat, und weil ich die Anwendung danach gemacht habe, habe ich gesagt, dann, wenn es durch 100 teilbar ist, dann nicht. Und Code immer von oben nach unten ausgeführt wird, sagt er zuerst quasi einmal, okay, ist es durch 4 teilbar, dann ist es ein Schaltjahr. Und im nächsten Schritt guckt er dann nochmal nach quasi, ist es durch 100 teilbar? Oh, dann ist es ja doch nicht. So. Ja. Und das heißt, du überprüfst das quasi mehrfach. Und dann im letzten Schritt sage ich halt, okay, ist es sogar durch 400 teilbar, weil dann muss es doch wieder auf ist Schaltjahr schalten. Aber das sind halt nur noch 3 Line of Code. So, ne? Du sagst, ist durch 4, dann ja, ist durch 100, dann nein, ist durch 400, dann ja. Und das letzte überschreibt einfach immer das davor. Weil wenn es durch 400 teilbar ist, weiß ich ja, dass es durch 100 teilbar ist. Und ich weiß auch, dass es durch 4 teilbar ist. Ja. Aber er muss dann halt diese Überprüfung 3-mal machen, was halt bei so einem Code jetzt scheißegal ist. Aber im Endeffekt, wenn du viele solche Anwendungen hast, dann macht er halt ein paar Arbeitsschritte, die er sich sparen könnte. Da muss man halt auch so ein bisschen abwägen. Ich sag mal, für so eine Übung merkst du halt keinen Unterschied. Nicht mal im Millisekundenbereich ist da eine Veränderung, weil es halt der PC instant mehr oder weniger macht. Kaum messbar. Aber ja, da muss ich mir dann hören, der Code, das geht zwar so, aber es ist ein bisschen, es ist nicht effizient. Also, ne? Ja, manchmal. Ja, mir ist scheißegal, ich habe das geil gemacht. ist sehr gut. Aber das macht dann tatsächlich viel Spaß. Ich hatte das im Matheunterricht öfter, dass ich mir so Sachen überlegt habe, und mir anhören musste, dass das halt nicht stand am Ende des Tages halt nicht so im Curriculum oder wie das Ding heißt. Lehrplan. Ja. Und dann das ist halt nervig. Gibt's halt kein Lob, sondern wird halt gesagt, aber. Das ist tatsächlich ganz cool bis jetzt bei uns auf jeden Fall mit bei dem Dozenten. Der sagt halt, mir egal wie er das macht, das muss halt am Ende klappen. Wenn er das richtige Ergebnis bekommt, ist mir der Weg egal.
Also sagen wir jetzt keine richtigen Schnitzer da reinmachen und nur durch Zufall aufs Ergebnis kommen natürlich. Aber wie gesagt, die Herangehensweise ist egal. Ja. Also, solange am Ende das alles passt. Sehr nice. Guck mal, hier habe ich jetzt auch mal eine Verbindung gemacht. Ich mach mal, was soll ich. Also die Verbindung nach oben ist jetzt auf jeden Fall da. Ich mache hier mal eine hin und da haben wir noch eine Ampel. Ich weiß nicht genau, ob du da irgendwie jetzt eine Regel hast, was die Ampeln außerhalb der angeht. Da mache ich immer eine am Eingang quasi und Ausgang. Okay, also die direkt dran, ne? Ja, ne, also so ziemlich nah dran auf jeden Fall. Und dann versuche ich halt immer... So. In moderaten Abständen quasi. Ja, okay. Immer mal wieder ein Signal zu setzen, dass sie halt nicht, wenn einer gerade über diese Schiene fährt, dass der andere nicht am Anfang der Kreuzung, die halt schon 500 Meter entfernt ist, richtig, stehen bleiben muss. Ja, alles klar und perfekt. Okay, ich habe die hier auch schon mal verbunden, die Querdinger. So, da wollten wir noch Strommasten zwischen haben, das kann ich noch eben machen. Ja, alles in allem läuft das sehr gut. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Hier. Ziemlich genau. Hier laufe ich rum. Ja, den habe ich jetzt quasi fertig. Ich mache hier nochmal die großen Strommasten. Wurde auch eben schon fast überfahren, weil als die Schiene lag, hat einer der automatischen Züge auch gleich gesagt, jo, könntest du da legen, ich fahre jetzt hier lang. überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Aber er hat mich knapp verfehlt. Immerhin. Ach, guck mal, da oben ist... Ja. So eine riesige freie Fläche noch. Die moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Oh, die werden wir noch. Die werden wir noch. Hier oben auch noch. Uns da nehmen. Noch. Wir brauchen tatsächlich bald neue Rohstoffvorkommen. Ja. Also, Auch das also Öl, schade oder? Nicht. Ja, Öl ist echt arschig. Hallo, Alinator. Grüß dich. Ja, aber dann ist ja schienenmäßig. Also, warte mal. Eigentlich, was wir jetzt gerade aktuell brauchen, ist doch erstmal alles bedient, oder nicht? Ja, wie gesagt, wir können noch kurz gucken, ob wir noch eins zum Science machen wollen. Den würde ich halt da oben in den Wendekreis quasi packen. Genau, den habe ich eben gerade dahin gebaut. Der war vorher noch nicht da. Und den können wir dann nach rechts und nach links laufen lassen. Ja, also hier würde ich noch einen zusammen machen. Dann den einen würde ich noch bauen. Kannst du das hier mitnehmen? Ja. Die drei Roboports plus die Roboports reichen, glaube ich. Den Rest kriege ich. Genau. Ich muss auch mal ein bisschen mich mit denen auseinandersetzen, mit den richtigen Roboports. Ich meine, das ist nicht kompliziert, aber ich habe die bis jetzt noch nicht einmal benutzt. Oder zumindest bewusst. Dann lasse ich dich die oben benutzen. Können wir eben hinfahren. Ja, ich nehme Zug. Ja, dann kommen wir schneller. Ich behaupte du. Ich habe aber noch keinen Rocket Fuel, aber das kann ich ändern. Oder der müsste ja hier frei sein. Oh, shit, 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 da kommt auch einer. Jetzt gehe ich aber richtig ab. Wow! Alter, ah, guck mal. Knapp. Ja, aber es ist. Der PC hat halt nachgeguckt, dass es funktioniert vorher. Ups. Ja. Ich habe keine. Doch, habe ich. Reparaturdinger. Ah, sind schon da, ne? So geil. Alles gut. Dass die automatisch, wenn man Reparaturdinger hat, Sachen reparieren. Auf jeden. Oh, hier fehlt Kohle noch. Mach mal irgendwie ganz kurz. Was? Achso, ja, ich habe keine. Ich nehme mal eben ein paar Roboter aus dem Inventar. Ja, mach das. Ich habe viele. Aber meine persönlichen habe ich irgendwo wieder reingeworfen. So, dann. Ich habe auch noch ein bisschen Sprengstoff hier. Ich habe auch noch ein bisschen was. Klatschen wir das weg. Zeno, wie stehst du? Kommentaren im Code. Okay oder verböhnen? Auf jeden Fall. Ich kommentiere alles. Ich verschwende fast genauso viel Zeit mit Kommentieren wie mit Coden selbst. Außer es ist Code, wo ich weiß, den ändere ich gleich eh wieder. Also so. Aber wenn ich auf was stolz bin, dann lasse ich es da. Dann lasse ich es da tatsächlich. So, und dann würde ich sagen, können wir den noch ungefähr. Warte mal, ich versuche mal genau die Höhe rauszufinden. Rechts lang wäre diese Höhe. Ah, warte, ich mach's anders. Ein cooler Trick, den ich immer gerne mache, kann ich jetzt auch mal zeigen. Ich gehe über die Map irgendwo hin. Ich will jetzt zum Beispiel die Höhe des Gleises haben. Und ich lege jetzt ein Förderband auf die Unterseite des Gleises und ziehe das Ding einfach hier einmal rechts rüber. Als Geist. Ja. So, und jetzt wissen wir genau, wenn wir jetzt hier das Ding bauen, muss das hier nach oben. Und jetzt mache ich das quasi von hier dem linken Gleis
hier hin. Und jetzt wissen wir quasi, wenn ich das hier rüberziehe, also, dass quasi das Gleis dahin muss. Das Gleis dahin. So. Weil das rechte von den unten muss an das ran, was oben ist. Weil es nach links geht quasi. Das obere, ne? Also, ja. Das obere. Genau. Obere, und dann habe ich so gesagt, genau so. Kannst du die Förderbänder nochmal wegmachen? Jetzt hier, die schon platziert wurden. Das ist das Ding, ich habe selten tatsächlich persönliche Roboter dabei. Von daher soll man ein bisschen helfen, den Wechsel. Aber so müsste es eigentlich hinkommen. Hoffe ich. Dann hole ich einmal kurz Strom hier ran und dann kannst du jetzt die Roboportionen vor die Mauern packen, da an den Strommast, den ich eben hingepackt habe. Einfach alle vier hin. Genau, dann packst du die Storage-Kiste dahin. Nur drei, aber. Ja, reicht. Ich kann hier nochmal ein bisschen. Genau. Ach, einen hatte ich noch. Genau, jetzt kann da noch einen. Dann kommt die Storage-Kiste auf den Boden. Ich habe nur diese Passive Provider Chest. Aber ich gebe dir, ich habe nochmal Storage Chest gegeben. Genau, und dann packst du Roboter in die Roboports. Überall, wo es passt. Genau, so viele wie du hast. Und jetzt packst du einfach alles in die Storage Kiste, was sie hier zum Bauen brauchen. Ach so. Jetzt packst du einfach alles rein. Also Solaranlagen, Schienen, Ampeln, alles. Also ich packe zum Beispiel hier Schienen rein, Solaranlagen, die Substations, die Förder, die Medium Poles. Was haben wir denn noch? Mauern ein paar, Gates ein paar, Lasertürme, Lampen. Ich glaube, gucken wir mal, was da noch fehlt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, die Ampeln. Ja, genau. Dann nehmen die sich jetzt quasi alles raus und bauen das automatisch. Man kann auch unten rechts immer gucken, was fehlt. Ne? Also in dem blinkenden Alert da unten sieht man, was fehlt. Ja. Und dann passt das. Den hier kann man dann ja selber anschließen. Den hier auch. Dann gucke ich mal eben, ob das hier passt. Oder ob ich mich vermessen habe. Nö, das geht. Genau. Ich benutze die Förderbänder mal gerne als Lineal quasi oder als Maßband. Passt immer ganz gut. Ja, bietet sich ja an, ne? Von mir aus können wir da dann erstmal eine Schleife machen. Es sei denn, du willst noch so ein Ding dahin haben, dann hätten wir hier halt auch gleich noch einen bei der Mall quasi. Ja, eigentlich ist Mall schon wichtig. Ja, ich finde auch, da fahren wir relativ häufig hin, oder? Ja. Ich finde schon, das macht irgendwo Sinn. Ja, da muss ich nur einfach. Das Auto ist da oben jetzt eingemauert, glaube ich. Oder? Ja. So. Dann hol ich noch mal ein paar Mauern, weil die fehlen. Oder hast du noch welche im Auto? Ne. Was wollen die noch haben? Viele Mauern. Ja, und die Akkudinger. Ach, da kann ich sogar Akkumulatoren, kann ich auch noch ein paar bauen. Sehr schön. Haben eine relativ lange Produktionszeit. Und genau die Dinge automatisieren wir dann gleich alle. Und dann ist das auch alles geil. Das ist alles geil. Gut, fahren wir wieder hoch. Halten hier an, schmeißen alles rein. Und sie fliegen los. Zack, zack, zack. Du kannst auch in den Roboports Repair Packs platzieren. Macht jetzt hier wenig Sinn, weil ich glaube nicht, dass wir hier jetzt irgendwie auch was kaputt machen. Außer wir fahren irgendwo gegen und dann machen uns unsere persönlichen Roboter das ja in der Regel wieder heil. Aber zum Beispiel, wenn du einen Außenposten irgendwo baust, ist das sehr praktisch. Wenn die sich dauerhaft gegen Aliens verteidigen müssen, ist das ganz cool, wenn die Mauern und die Geschütze halt von alleine wieder reparieren können. Sehr angenehm. Gut, 11 Stück wollen ich von den Dingern haben. Ich habe 52 sogar schon. Ja. Produziere ich die trotzdem durch. Und guck mal, jetzt ist der hier eigentlich auch schon so gut wie fertig. Die letzten Mauern werden noch umgetragen und dann müssen wir quasi nur alles wieder aus der Kiste mitnehmen. Und dann können wir schon zum nächsten umziehen und brauchen, wiederholen das Ganze da dann nochmal.
Und je mehr Roboter man hat, desto schneller geht es halt eigentlich. Ne? Ja. Und du überlegst, es passen halt 350 pro 100, 200, 300, 350 pro Roboport. Das heißt, können hier schon eigentlich über 1000 im Einsatz haben. Stattdessen haben wir jetzt hier eigentlich 100 oder 50 oder so. Wobei, werden die nicht sogar weitergebaut oder hattest du das abgerissen, die wo wir die noch weiter eigentlich bauen, glaube ich. Für mich? Sicher. Ich glaube, es war was anderes, was ich abgerissen hatte. Waren die nicht da? Ja, ich glaube, wir hatten die hier so gebaut. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Über den blauen Chips, glaube ich. Ja, guck mal, hier kommen noch die grünen Chips. Aber ist auch nicht schlimm. Man vergisst auch öfter mal, welche da mitzunehmen. Beziehungsweise in den anderen Quadraten sind, glaube ich, immer in der Mitte haben sich noch so ein paar. Da habe ich die nicht immer rausgesammelt. Ah, ja, guck mal, was natürlich auch fehlt. Da haben wir gar nicht dran gedacht in der Blaupause. Man hätte natürlich auch perfekt eigentlich hier irgendwo ein Radar mit reinpacken können noch. Ich meine, ist jetzt nicht super schlimm, aber hätte Sinn gemacht irgendwo. Aber ja, whatever. Hört jetzt auch nicht so krass. Und wir haben einen Zug, ist ja auch interessant, der stecken geblieben ist. Also, der hat keinen Treibstoff mehr. Gar nicht, wie das passieren konnte. Oh. Wenn du unten hast du einen Alert, Train out of fuel. Wenn du draufklickst, bringt er dich dahin. Ah, da. Der da unten, ich weiß nicht. Ja, der hatte wahrscheinlich keine Kohle hier, als das eine Kohlewand abgebaut war. Ah, oder, ja, das macht Sinn. Also der hat ja hier einen Stopper der Tanke. Vielleicht war da keine Wait Condition? Oh, stimmt. Der hat überhaupt keine Wait Conditions, allgemein. Oh. Lame. Ja, ich fahre eben runter, gib dir ein bisschen Holz, damit sollte er zumindest zur Tankstelle kommen. Stellst du daneben die Kondition ein bei dem? Ja, das war dann nochmal die Station. War noch gar nicht, ist das nicht. Das ist ja auch ein Ölzug. Da, Spy Day, das ist der. Achso, nee. Ja, es ist ein Ölzug. Das sind aber komische Waypoints. Ja, ne? Ich auch nicht. Oh, es hat auf jeden Fall ein bisschen Holz. Ja, kann das vielleicht der Zug sein, der oben das Öl holen sollte von Öl Nord? Von Öl Nord zu Soachjord. Beziehungsweise Spidey 674. Ich glaube, das ist vielleicht der Fall. Oh, guck mal, da fehlen auch noch ein paar Gleise. Da fahr ich auch kommt noch der gar nicht hin gerade, Naja, da fehlen irgendwie 5-6 Gleise vor der Bahnstation, direkt die baue ich eben. Mhm. Ja. Ich baue den natürlich nicht, aber ich lasse sie bauen. So, der ist jetzt, der ist drin. Was haben wir denn hier noch? Ein Tag voll? Ah, nehmen wir mit. Überall diese Kisten mit random Items drin, ist auch immer sehr nice. Achso, da kommt ja, glaube ich, jemand. Kommt der da jetzt hin? Fährt der schon? Ich habe mir einen gerade gerufen, ich weiß nicht, aber nicht den eigentlich. Nicht deinen, der da keinen Treibstoff hatte. Ich habe das noch nicht eingestellt eigentlich. Okay, das ist der Öl Nord. Der fährt jetzt nur zu Öl Nord. Aber warum fährt der nur zu Öl Nord? Ach, du hast ja einen zu dir gerufen quasi. Das ist der da unten. Warum fährt der hier nur zu Öl Nord? Warum fährt der denn nicht zu... Weil ich da noch nicht mehr eingestellt habe als Öl Nord. Ach so, der ist... okay, verstehe. Der also der fährt noch nicht hin und her quasi. Genau, kann er jetzt auch gerade noch gar nicht. Ja, ich bin nämlich am überlegen, ob hier unten noch was fehlt an dem Quadrat hier. Müsste ja eigentlich. Ich glaube nämlich, die kommen nicht zurück gerade. Ja, genau. Das heißt. Aber der Dings ist halt auch auf der falschen Seite. Der Trainings, ne? Der Trainstop. Genau. Glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Mal eben so. Wo würde er nicht da halten können? Mhm. Ich drehe den mal eben um. Ja, Pumpen treffen dann trotzdem noch, glaube ich. Müssen das gleich mal ausprobieren. Ich nenne das... Ja, keine Ahnung.
Öl West? Nee. Ach nee, das hier ist ja Entladung. Raffinerie 2 oder sowas? Wer haben wir denn das andere? Raffinerie Öl Input. Ja, mach hier Raffinerie 2 Öl Input. Oh. Raffinerie Öl. Alter, ich kann nicht tippen. Ö. Ich mach kein Ö. Why not? Nicht in englischer Tastatur, ja. Öl. Raffinerie, Öl, Input, Raffinerie. Achso, nur zwei wollte ich das Ding noch nennen. So, also kann ich nicht sogar. Ist gespeichert. Ja. So, vielleicht. Jetzt hat es eine 2 vorne. Raffinerieöl-Input. Mit der 2 vorne dran. Jetzt müsst ihr da hinfahren. Hier rum, das müsste, glaube ich, funktionieren. Und dann machen wir hier noch ein. Und da ein und. Es gibt nur noch 4 Roboter, weil die anderen alle in dem Roboport irgendwie waren und. Ja, die muss man am Ende wieder einsammeln, quasi. Die landen halt, um sich aufzuladen. Also, das hier in den Dinger noch so 100 drin. Ja, guck, hier in der Mitte sind wir auch 150. Wir brauchen hier in der Mitte keine Roboports im Endeffekt. Also da werde ich hier auch wegsammeln. Da sind ja auch eh gar keine Storage-Kisten. Ja. Das Einstellen der Züge überlasse ich dann dir, ne? Also ich habe jetzt den Trainzug umgedreht, aber einstellen und die Züge fahren lassen kannst du dann später übernehmen. Mhm. Ich komme jetzt erstmal wieder zurück. Und hole noch den letzten Ziele. Oder hatte ich schon welche? Nö, hatte ich nicht. Und fahre eben einmal zur Mall und hol Ziegel, genau. Und produziere dann gleich nochmal ein paar Lampen, weil Lampen kann man auch nicht genug haben. Geht nicht, ich hab's probiert. So, und da brauchen wir die hier noch. Und weil das vorne und hinten nicht reicht, mehr so und so. Und nehmen wir einfach nochmal welche mit. Gut, ist hier schon irgendwo der nächste? Nicht ganz. Oh, das hier muss jetzt auch alles weg. Oh, sollen die einmal kurz losfliegen? Habe ich noch Dynamit? Nee. Ich aber. Perfekt, weg mit dem Scheiß. Ja, und da würde ich den wahrscheinlich tatsächlich relativ dicht hier auch anbauen. Vielleicht direkt hier so, falls du das sehen kannst. Also jetzt. Mhm. So? Jo. Machen wir. Oh mein Gott. Machen wir. Tschuuu. Dann kommt hier wieder der obligatorische. Habe ich noch keine Substations mehr. Das war doch noch was Feines zum Bauen hier. Brauchen nur Stahl. Stahl habe ich genug dabei. Machen wir nochmal 20 Substations gleich. So, wir können auch schon mal Ziegel benutzen hier. Der Song ist so catchy. Love it. Gut, Gleise, Strommasten, Strommasten, Strommasten. Das da, das da, das da. Was wollt ihr noch haben? Noch so viel im Angebot für euch. Mauern wollt ihr bestimmt auch noch ganz viele. Ja, da muss man halt immer nur ein bisschen warten, bis sie das alles aufbauen. Das ist so schön. Das ist so schön. So ein Faktorium Spaß, liebe Leute. Ha! I like. Ach, da ist ein Strom aus dem Weg. Und wie findest du unsere Fabrik so bis jetzt? Ich lieb's. Schon gar nicht verkehrt, oder? Ist alles noch ein bisschen unorganisiert, aber das wird noch.
Ja. Also das, die Montagerechnung und so, das gefällt mir schon sehr gut alles. Unser Stahl ist auch sehr super, unsere Starter-Scheiße, da muss halt irgendwie irgendwann mal weg, finde ich. Und das muss nochmal besser. Ja, die rot und grün Tränke kann man. Das geht alles besser. Kannst du deine Robo-Portion noch auf den Boden packen? Eine in die Mitte am besten. Und den Rest dann hier irgendwie. Ja, mal ein bisschen Strom hin. Gute Frage. Die sind schon wieder nicht da im Inventar. Hast du die hinten mit. Ah, die stehen ja noch da. Hast du nicht mitgenommen? Kurs eben. Tschu! Toll. Ich nehme die halt quasi immer was so von so als mobile quasi mit. Mhm. Einer bleibt in meiner. Oh, ouch. Einer bleibt in meiner Mitte stehen und der Rest. Oh! War schon wieder überall gegen. Reparieren. Ah, hier sind auch die anderen Gebäude, ja. Das macht jetzt auf einmal alles viel Sinn. So, warum repariert ihr die jetzt nicht? Achso, weil ich jetzt keine Roboter mehr dabei habe. Ja, Sinn. Metall ist voll. Ich muss erst wieder irgendwas in die Luft jagen. Steine weg. Ja, soll reichen. Das heißt, das sind alles so einzelne Networks, ne? Diese Roboforts bis jetzt. Mhm. Ja. Richtig. Ist aber tatsächlich, wenn wir so konzentriert einzelne Sachen aufbauen wollen, ist das tatsächlich auch sinnvoll. Ja. Normal. Sonst fliegen die halt überall über die Base und verlieren Akku und so. Na, das Problem, du siehst ja hier, ne? Wenn du nur einen so einen Roboport hast, da wollen jetzt halt sehr viele aufladen. Mhm. Und mit so wenig Roboports brauche ich halt einfach lang. Das ist schon schwerer. Würde man nur vier gleichzeitig aufladen. Jetzt hier noch ein paar hinbringen. Das ist auch so der Moment, wo man sich nicht schlecht fühlen muss, wenn man die einmal einsammelt. Und die hier alle so chillen. Alle einmal ins Inventar packen. Dann kann man die wieder reinschmeißen und dann fliegen sie mit vollem Akku nochmal los. Mhm. So, der muss aber noch rüber. Und. So, ich habe noch Lampen für euch und jo, was haben wir denn noch schönes? Substations und die Dinger und Solaranlagen. Was wollt ihr noch haben? Lasertürme auch noch. Ihr seid ja gierig. Tore, Mauern, Signale. Ein Roboport. Jetzt. Wo fliegen sie jetzt hin? Warum haben die keine Energie mehr? So. Guck, jetzt haben wir nämlich gerade. Ist was Blödes passiert. Die drei Roboports, bei denen ich jetzt gerade stehe, falls du siehst. Ja. Die hatten jetzt kurz, die waren nicht mit der Hauptenergie angeschlossen. Das heißt, sie hatten Energie, deshalb wollten alle Roboter dahin, um sich aufzuladen. Dann ist irgendein Strommast abgerissen worden und die hatten keinen Saft mehr. Und jetzt sind alle diese Roboter hier auf dem Weg und wollen zum nächsten Roboport, der halt da hinten ist. Ja. Das heißt, die werden hier jetzt alle einmal rüberfliegen. Und sind jetzt halt erstmal ein bisschen AFK. Ja. Kann so ein paar davon einsammeln, dass wenigstens ein paar weiterarbeiten. Ja, aber das ist dann immer so ein bisschen mies. Und die lassen sich jetzt halt, auch wenn ich jetzt Roboports direkt unter die baue, die überprüfen halt nicht neu. Die gucken nicht, gibt es eine bessere Option, sondern die haben jetzt den Auftrag da hinten aufladen. Und das machen die jetzt auch. Und wie gesagt, bevor ich hier jetzt noch 200 Stück einsammle, lasse ich die da halt rüberfliegen. Aber weil das nicht ein Netzwerk ist, werden die da hinten auch einfach parken und drin bleiben. Die werden jetzt also hier quasi gar nicht zurückkommen. Mhm. So. Die müssten jetzt aber weitermachen können. Es sind hier sogar teilweise welche in der Luft, die gerade gar nichts machen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich weiß auch nicht genau, wie das gerade passiert ist. Das lag an mir wahrscheinlich. Ich habe hier unten die Mast abgebaut und wir sind anscheinend noch so unsicher hier mit unserem Strom. Ja, das ist alles kreuz und quer. Es kann auch sein, dass hier schon. Hier waren ja schon Solarpanels auf dem Boden. Das heißt, selbst wenn hier. Das war quasi ein eigenes Stromnetzwerk, weißt du? Das kann auch sein, dass das gar nicht mit dem Hauptding angeschlossen war. Das hat ein Solarpanel gesagt, hier, ich habe Energie für die Roboports. Und die Roboports so, weißt du, wie viele Solarpanels wir brauchen für drei Roboports? Ja, ich schaff das. Und dann haben die ersten zwei aufgetankt und hat gesagt, okay, ich schaff's doch nicht. Und alle haben gesagt, gut,
Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg, aber ja, sind ja auch schon halb da und es geht. Aber wenn es kann halt ein richtiges Problem sein. Also wenn das jetzt, wenn die Entfernung 10-mal so lang ist, sind die halt 10-mal so lang unterwegs. Das kann unter Umständen ewig dauern. Oh, noch mehr Ziegel wollt ihr? Ja, kriegt ja noch mehr Ziegel. Ist doch klar. Ihr wollt gar nicht noch mehr Ziegel. Aber warum nicht? Ah, jetzt kommen sie. Ja, es sind halt nicht mehr ganz so viele Bauroboter hier. Aber ist okay, die werden das jetzt auch nach und nach schaffen. Und die anderen hier fliegen auch noch rüber. Noch schlimmer ist tatsächlich, dass die Roboter jetzt, die sich Energie holen, die haben noch die Items in der Hand. Und das heißt, die haben auch offiziell noch den Bauauftrag, das wieder zu bauen. Das heißt, es könnte sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was gleich passiert, wenn sie da versuchen, drüben irgendwie klarzukommen. Weil die noch ein Inventar in der Hand haben, die haben da hinten keinen Platz, wo sie es hinlegen können, weil da keine Storage Chest ist. Und wenn die aber versuchen, wieder zu ihrem ursprünglichen Arbeitsort zurückzukommen, werden sie nicht ankommen, weil zwischendurch der Akku leer läuft. Das müssen wir gleich mal beobachten. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Oh Mann. Es kann sein, dass sie jetzt in so einem Endlos-Loop gefangen sind. Ist man da hinten halt irgendwie eine Storage Kiste hinpasst. Aber ich will das mal einmal beobachten und gucken, was dann eigentlich passiert. Und jetzt sind die auch erst wieder hier und arbeiten erst weiter. Das geht jetzt hier so mal phasenweise. Hier gibt es eigentlich noch Sachen zu tun auf dem Boden. Aber das Spiel muss erstmal durch alles, was wir zu tun haben, durchlupen, bis es hier wieder ankommt, bis neue Aufträge verteilt werden. Ich glaube, daran liegt das. Aber wir gucken mal, was hier jetzt gleich passiert. So, die ersten kommen an. Und die keine Items haben, die können jetzt einfach hier rein. Das ist kein Thema. Die machen jetzt hier Pause quasi. Das ist okay. Aber der hat zum Beispiel einen Laserturm. Was macht der? Ja, chillen. Ja, die haben keine Chance, den Weg zu kommen. Ich bringe da eben eine Storage-Kiste hin, dann tanken die da hinten auf, landen und dann kann man die auch wieder einpacken. Das ist okay. Ja. Ist nur... Wie gesagt, bei der Entfernung alles halb so wild, aber... Das kann einen halt richtig, ja, nicht das Genick brechen, aber kann schon unangenehm werden. Ja, auf jeden Fall. Das da rein. Schieben wir hier kurz. Dann nehmen wir die wieder mit. Was ich erstaunlicher finde, ist, dass hier hinten halt eigentlich noch was zu tun ist. Genau, check, warum die jetzt da hinten nicht arbeiten, weil Strom ist drauf. Aber ist auch egal, wir warten hier und dann nehmen wir die gleich mit. So, genau. Wo bist du denn gerade zugange? Ah, da läufst du rum. Ja, perfekt. Ich würde dann hier unten aber nochmal so eine Schleife hinmachen, dass wir hier wieder umdrehen können, ne? Ja, ja. Kann man später dann ja auch noch so ein Quadrat hinhauen, aber für einen Moment ist das okay. Ich würde jetzt auch Mall West nicht unbedingt anschließen. Ich würde jetzt gleich tatsächlich dann lieber noch mal ein bisschen an der eigentlichen Fabrik weiterbauen. Auf jeden Fall. Das hier ist jetzt logistisch eigentlich alles ganz gut gelöst. Züge kommen überall hin, wo sie hin müssen. Dann einmal die Züge einstellen. Ich würde einen Ölzug... Wir haben hier zwei Ölquellen quasi, ne? Öl Nord und Öl Süd. Und wir haben zwei Raffinerien. Ja. Also ich würde jeweils immer einen Zug zu einer Raffinerie fahren lassen. Also eine... Ein Ölfeld für eine Raffinerie. Und dann würde ich zwei wahrscheinlich, denke ich mal, Züge für Stahlmitte zur Montage Input blaue Tränke schicken. Ich glaube, das ist dann ganz okay. Wow, das sind ja echt noch viele. Ja, ich nehme jetzt einmal die mit, die anderen hier sollen. Ist mir egal, die hole ich später, wenn ich sie überhaupt noch hole. Da hinten erstmal weiterbauen, weil ich verstehe gerade nicht, weshalb sie hier drüben nicht den Fußboden bauen. Oder ist er schon fertig und ich sehe das noch nicht so richtig? Es kann sein, dass er schon. Das kann sein, dass er schon da liegt. Ja, ich glaube, der liegt tatsächlich schon. Sieht gut aus. So, dann haben wir hier wieder allerhand Holz drin. Das heißt, wieder Holz zerstören. Na, da unten kommt nur die Schleife. Ne? Da hinten fehlt auch noch was. Hier ist aber noch sehr viel. Da fehlt, glaube ich, der Fußboden.
Okay, dann... Ziegel habe ich auch noch. Ziehen wir kurz hier rüber. Ja, das ist gut. Ziehen wir kurz hier rüber. Habe ich jetzt kein Roboport? Doch. Habe ich einen mitgenommen? Aber wir haben ja auch einen Roboport hier. Dann kriegen die jetzt die ganzen... Ich habe keine Roboter dabei. Dann packe ich hier wenigstens Ziegel rein, dass sie anfangen zu arbeiten. So. Brauchen die halt ein bisschen länger. Mir egal. Sollen sie arbeiten. Dann mal rüber. Die Fabrik wächst. Zack, zack. Das nehmen wir mit. Und hier sind keine drin. Wunderbar. Gut, alles eingesackt. Dann noch meine Station jetzt für die Mall hingemacht und jetzt mache ich hier noch eben die Schlaufe und dann müsste das erstmal laufen hier. Sehr gut. Ein Wendekreis, also so ein Quader hier, so eine. Achso, nee, ich habe einfach nur eine stumpfe Schlaufe hier gemacht. Und einen ganz normalen Trainstop meinst du, ne? Also so kein. So ein Trainstop. Ja, ich sehe schon, ja. Ausgedingst, also dass sie... Dass man da hinfahren kann halt quasi. Genau. Ja, ja, der genau. Der fährt automatisch jetzt schon los. Der hat jetzt aber nur Öl Nord drin. Der fährt zu Öl Nord, holt sich da Öl und fährt dann zu Raffinerie Öl Input. Ja, zur zweiten soll der dann eigentlich. Ah, okay. Na, also dann ich würde Süd, genau. Moin, moin, genau. Du geiler Fabrikbesitzer. Ach so, und dann Süd halt... Und dann... Nee, das war richtig. Nord, ich würde Nord Raffinerie 2 machen und Süd Raffinerie 1. Das sind, glaube ich, eher kürzere Wege. Hulu, Atiris, grüß dich. Ja? Nicht bei den einen Zug, oder? Oder doch? Nochmal, ich habe die Frage nicht verstanden. Soll ich beide von den Raffinerie Inputs auf einen Zug packen oder auf die beiden verteilen? Ja, auf beide. Also ich hätte einen Zug, der ja. Öl Süd Raffinerie 1 und einen Zug, der Öl Nord Raffinerie 2 macht. Genau. So würde ich das machen. Okay, das kann man vielleicht noch optimieren. Der muss jetzt tatsächlich, guck mal, wenn du den verfolgst, den du gerade gemacht hast, halt der muss jetzt komplett rum. Der muss einmal genau bis zur Schlaufe und dann steht jetzt bei Science. Warum steht dabei Science, weil ein Zug vor ihm ist, ja, dann darf er ja. Und die haben noch keine Wait Condition. Die fahren, glaube ich, gerade nur durch. Oh. Wenn ich mich nicht täusche, ja, hat er? Ja, auf jeden Fall. Und der andere. Ach doch, ja. Hast recht. Full Cargo, Empty Cargo, ja, alles klar. Stimmt. Aber der muss vielleicht noch haben, dass er hier trotzdem nochmal hier die 15 Sekunden wartet, falls. Ja, das ist nicht verkehrt. Gerade. Ja, gerade es dauert nachher sehr lange, bis Öl voll läuft. Hm. Weil die Ölfelder ja immer kleiner werden quasi. Oder weniger ertragreich. Ja, das kann das schon mal dauern. Jetzt soll aber bitte. So, was fehlt denn hier jetzt noch? Ich bin so legit verwirrt. Ne, hier haben wir alles. Hier ist alles gebaut. Hinten fehlt was. So, das willst du nur einsammeln. Ja, das ist mir doch egal. Irgendwo fehlt eine Mauer. Keine Ahnung, nicht eine Mauer. Ein Tor angeblich fehlt irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Wird sich schon finden. Ich mach hier jetzt nochmal jeweils... Dings hin. Achso, nee. Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen random. Hier oben mache ich nochmal einen Wendekreis hin. Also jeweils ja. Da, wo nicht angeschlossen ist. Ja, das macht Sinn. Beziehungsweise der eine reicht ja. Ja, genau, dass sie da nicht ganz runterfahren müssen, sondern einfach so um sich selbst, ne? Also rechts, also oben durch und dann wieder rechts rein quasi. Ja, das geht auch. Schwer in Worte zu fassen. Ja, wenn der Kreis geht, dann sonst auch. Ist ja beides legitim. Ich hätte halt eventuell Rechtsverkehr ist so. Könnte halt einfach so machen. Ja, das geht auch. Nicht ganz so schön, aber ist auf jeden Fall
Missions. Was für ein Nuckel ist das? So, ne? Ganz genau. Sollten wir vielleicht bei den anderen, die jetzt so nackig sind, auch noch machen, oder? Ja. Also. Ich glaube, bei dem links ist es nicht wichtig. Nee. Das ist nicht wichtig, aber ich glaube, bei dem. Bei dem wäre auf jeden Fall gut. Ja, machen wir. Auto? Auto da oben. Ich nehme einen Zug. Jung. Was? Wir sind schon wieder bei einer Stunde 15. Na gut, wir haben 20 Minuten für Map, will nicht leider gebraucht. Aber wo sind die anderen 40 Minuten hin? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Aber ich spiele es sehr gern. Ich liebe dieses Scheißspiel. Gibt doch bei den Simpsons so eine geile Sequenz, wo Lisa sich mit dem Bus verfährt und dann ist sie irgendwie in so einem Viertel, wo sie noch nie war und muss halt so Leute um Hilfe fragen, weil sie nicht nach Hause findet. Man fragt sie so zwei Russen, die an einem Schachbrett sitzen, so im Park und miteinander spielen und dann die verstehen sie halt nicht und die erklären ihr dann den Weg. Also durch Untertitel kannst du halt lesen, dass sie ihr den Weg erklären, aber sie klingen halt so richtig aggro. So, und sie kriegt halt voll Angst und läuft weg. So, ah, was für ein komisches Mädchen, warum läufst du denn weg? So liest man dann halt nur so. Und danach haut halt einer von beiden das Schachbrett so vom Tisch und sagt so, ah, ein schönes Spiel, noch eine Partie. haut aber das Ding erstmal vom Tisch, ist auch so gut. So, hier der ist richtig, der von den zwei müsste ja laufen. Das ist jetzt welcher? Ich muss mal auf Züge gehen. Nord funktioniert aber noch nicht. Achso, doch. Achso, das ist der, aber den du mal hier als Zug benutzt. Als persönlichen. Deshalb steht er da. Aber da müsst immer, jedes Mal, seit Minute 1. So, ich lasse ihn mal ganz kurz weg. Ich will nur einmal kurz gucken, ob der sich hier jetzt die. Ob der Rundlauf funktioniert. Hat er jetzt Öl drin, der Monsieur? Ja, Öl hat er drin, fährt da lang. Fährt da runter, ja, genau. Tankt. Und fährt da dann wieder rein. Das müsste ja eigentlich gut funktionieren. Ich bin jetzt zu Öl Nord, soll ich das Öl Nord abholen? Geil. Geil, geil, geil. Ja, aber doch, ne? Da sieht man halt ein bisschen, dass das Öl. Ja, es kommt rechts schon an, aber es ist halt ein bisschen. Ja, ich dachte, da wollten wir nochmal irgendwie so eine Querpumpe. Ne, da ist eine Querpumpe, ja. Hier drüben wird halt deutlich. Ja, nee, drüben ist aber, glaube ich, auch voll, wenn ich das richtig sehe. Ja, stimmt. Die Raketen. Hier. Rocket Fuel ist voll. Deswegen. Oder Nuclear Fuel. Ne, was ist das nochmal? Rocket Fuel, die Dinger Rocket da unten. Ja. Weil die voll sind, kann der Rest nicht arbeiten. Ja, weil das Leichtöl nicht verbraucht wird, glaube ich. Ne? Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, Leuchtöl ist da drin. Dann könnte man da noch ein, zwei Maschinen packen, die aus Leichtöl. Man hat ja noch ein Rezept. Du kannst aus Leichtöl Petroleum machen. Und damit das überschüssige Leichtöl quasi dann rüber rödeln. So, aber auf einer Seite läuft ja auch alles. Das Einzige, was da hinten eben nicht so gut läuft. Ja gut, selbst Schwefel landet ja momentan nur in der Kiste. Ja. Und da drüben. Ja, das Leichtöl eventuell, wie gesagt, umwandeln. Das würde vielleicht Sinn machen, weil wir brauchen das Schmiermittel, die grüne Flüssigkeit. Für die roten Motoren und die werden. Relativ wichtig. Aber da wir jetzt bei einer Stunde 20 Minuten sind und mein Kaffee leer ist, lass uns doch jetzt mal ganz systematisch machen. Ja. Projekt Zug ist damit abgeschlossen, bis auf Weiteres. Ja, bis auf Weiteres erstmal. Ja, also irgendwann werden wir uns da nochmal ransetzen, das ist klar, aber für den Moment. Wir werden es noch immer mal wieder erweitern müssen und so, aber das ist erstmal eine gute Grundlage. Ich denke nämlich auch, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen, aber auch stolz zurückblicken auf jeden Fall. Das ist durchaus gelungen. Dann wäre jetzt der nächste Schritt, dass wir uns mal gleich irgendwo hinstellen und
Eventuell können wir hier den unseren Itemzug nochmal auf den Weg bringen. Gehen hier, falls wir wollen. Ich schieße ihn mal eben an. Du kannst ihn ja irgendwie. Da wäre halt wichtig, dass die eine Seite abgebaut wird, die eine Lok. Damit er halt ja nicht auf die Idee kommt, in eine andere Richtung zu fahren. Okay, das heißt, so ist Rechtsverkehr, das heißt, ich nehme ihn den weg, ne, damit er nicht. Ja. Nicht Dummes macht, dann können wir ihn hier einfach rausfahren lassen, vielleicht erstmal, dass ich die Gleise abreißen kann. Kann ich ihn nicht klauen. Und hier fehlen auf jeden Fall auch noch legit. Ja. Machen wir hier eine hin. Warum ist denn die Ampel hier hinten rot? Achso, weil du jetzt teilweise noch drin stehst, ja. So ist grün, okay. Gut, reißen wir das alles einmal ab. Gut, zack, 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 das funktioniert ja. Dann ist jetzt quasi gleich, ich würde mir einen Kaffee holen und du kannst in der Zwischenzeit einmal kurz überlegen, was du gerne als nächstes machen möchtest. Ich weiß nicht, ob die Züge jetzt schon alle laufen und eingestellt sind. Du hast gerade eingerammt, glaube ich. Ja. Passiert. Wir können ja auch erstmal auf ein Abstellgleis hier machen. Also wir können ja hier tatsächlich so eine. Ja. Ich glaube, das ist lang genug vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich kann nicht. So, ich darf keinen Kreis machen. So, glaube ich, ne? Ja, und dann müssen hier nur. Da und. Irgendwie so. Das ist, glaube ich, nicht optimal gelöst. Den nehme ich mal weg. Nee. So, ne? Ungefähr müsste das gehen. Ist das ein eigener Bereich, das auch? Okay. Genau, dann würde ich mir Kaffee holen und du kannst überlegen, ja, was der nächste Arbeitsschritt ist, was wir als nächstes tun wollen quasi, ob wir irgendwas automatisieren wollen oder ob wir das alles so lassen und einfach die nächste Trankfarbe schon mal angehen oder ob wir die Dinge für den nächsten Trank automatisieren, welchen der Tränke wir nehmen, ob wir erst nochmal irgendwo Rohstoffe holen wollen, ob wir die Rohstoffe benutzen wollen, die wir schon haben. Ja, ist gut. Ich mach mir Gedanken. Ja, okay, ich hole mir Kaffee. Bis gleich. Bis gleich, Leute. 2 Minuten Pause, 5 Minuten Pause. Bis gleich.